Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Comedasto. Wir zeigen euch den Platz, den wir jetzt verlassen, der unser letzter RMK-Platz in Estland. Und dann kommt ihr mit uns mit über die Grenze nach Lettland. Wir werden dort auch wieder verschiedene Plätze anfahren, euch Tipps geben, wie ihr diese schönen Plätze findet. Aber als allererstes wollen wir noch ein letztes Mal von Estland schwärmen und euch diesen wirklich genialen Platz zeigen. Das hier ist ein RMK-Platz. Das sind Plätze, die offiziell vom Staat von Estland gefördert und unterhalten werden. Hier gibt es Feuerstellen, hier gibt es Sitzmöglichkeiten, es gibt Toiletten, die man nutzen kann, es gibt Müllcontainer, also man hat wirklich die ganze Infrastruktur. Oft gibt es sogar eine Wasserquelle, damit man Frischwasser tanken kann. Wir stehen hier direkt an der Ostsee, wir müssen nur über diesen kleinen Hügel da gehen und schon können wir in die Ostsee springen. Man kann sich hier einfach hinstellen, wo man will, und solche Plätze gibt es auf ganz Estland verteilt. Ihr findet die auf der Webseite von RMK und ihr könnt euch auch eine App downloaden. Da seht ihr dann auch Wandermöglichkeiten, Aussichtstürme, Feuerstellen und so weiter. Schaut unten in der Videobeschreibung, da sind alle Informationen und Links zu RMK drin. Und wir verlassen diesen Ort jetzt nach 2 Nächten und fahren weiter nach Lettland. Wir sind keine 5 Minuten gefahren und schon stehen wir an der Grenze nach Lettland. Und ja, so wie ich das in Erinnerung hatte, man fährt hier einfach drüber, es wird schnell eine Geschwindigkeit reduziert, man sieht die alten Gebäude, es gibt ein neues Schild, wie schnell man hier fahren darf, und das war's. Herzlich willkommen in Lettland. Unser Kühlschrank ist nahezu komplett leer und wir wollten die Gelegenheit nutzen und direkt in Lettland als erstes einkaufen gehen. Hier in den Supermärkten hat es allerdings immer vorne schon ein Schild, dass man keine Fotos und Filmaufnahmen machen darf. Deshalb müsst ihr hier bleiben, aber wir können euch ja erzählen, was drin so los war. Und vielleicht können wir ja mit dem Handy ein bisschen was filmen für euch. Filmen drin war leider nicht möglich, da hat sogar ein Sicherheitsbeamten gehabt, der geschaut hat, dass alles hier richtig so hergeht. Aber ich kann euch zeigen, was wir gekauft haben. Es war jetzt nur ein kleiner Einkauf, es war auch gar kein so großer Laden. Aber wir sind schon in einem günstigeren Preisniveau zurück, weil das alles zusammen hat 12,90 gekostet. Schotter gelandet, sind jetzt der Hauptstraße entlang gefahren, eine Abzweigung genommen und zack, sind wir schon wieder auf Schotter. 4,6 Kilometer, wir haben so eine Recreation Area gefunden auf Google Maps und es hört sich so ein bisschen an wie jetzt in Estland mit den RMK-Plätzen, auch mit Feuerstellen, Picknickplatz und so weiter, dort soll man wohl auch übernachten können. Das gehen wir uns jetzt anschauen, allerdings ist vor uns hier irgendwie sind die wahnsinnig am Bauen. Ich weiß gar nicht, ob wir da durchkommen. Das funktioniert nicht. Die sind hier am Holz abtransportieren und da will ich jetzt auch gar nicht stören. Also das müssen wir nicht machen. Jetzt müssen wir kurz gucken, können wir andersrum hinfahren. Na, da ist noch eine Straße. Ja, das wird auch, das geht auch. Sieht auch sehr hübsch aus. Na, hier vorne gibt es noch mehr. Auch wieder mit Feuerstellen, mit Klos, mit Müll, mit Containern. Jetzt müssen wir gucken, ob es hier quasi auch wie so eine staatliche Organisation gibt. Wir müssen mal hier so ein bisschen uns durch die Tafeln lesen. Jo, schaut so hübsch aus. Und dann entscheiden, ob wir hier bleiben oder ob wir auf einen Campingplatz fahren sollen. Hier hat so eine Legende, das ist wohl ein Naturreservat, Vitsdemis
Stony Seashore. Wir sind jetzt hier und da gibt es weiter unten nochmal so einen Platz. Und weiter oben gibt es auch einen. Hier haben wir die Grenze zu Estland. Also hier gibt es tatsächlich ein paar solcher Plätze, die parken und Zelten erlauben. Und die Leute, die sind ja hier wieder mit Wohnwagen und Vorzelt aufgebaut und alles. Wir werden aber wahrscheinlich jetzt Richtung Campingplatz aufbrechen, weil wir einfach gerne duschen und die ganze Infrastruktur nutzen wollen. Unser Abwassertank fängt so ein bisschen an zu riechen. Das wäre gut, wenn wir das alles mal wieder entleeren könnten. Gekommen, denken wir zumindest. Und jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob das, ja genau, der scannt einfach das Kennzeichen. Und dann wird quasi die Zeit gezählt. Jetzt müssen wir zum Check-in und kostet jetzt für zwei Personen 25 Euro, was ich persönlich für Lettland eigentlich eher teuer finde. Aber man hat danach halt einfach die ganze Infrastruktur und jetzt eine Nacht hier und danach können wir ja wieder stehen, wo wir wollen. Und schon ist ein Tag später. Wir haben gerade zum Mittag gegessen. Ich muss jetzt noch abwaschen gehen und dabei nehme ich euch mit, denn wir wollen euch unbedingt diesen Campingplatz noch zeigen. Der ist richtig toll. Ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund an oder ihr habt die Bilder vorher gesehen. Der ist wirklich cool. Ich verrate euch am Schluss dann noch, was er kostet und was die Dusche kostet. Das finde ich völlig übertrieben. Aber es hat sich gelohnt, jetzt einen Tag hier zu sein und einfach mal wieder zu duschen und gut abzuwaschen. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Man wäscht einfach anders ab auf so einem Campingplatz als im Auto. Ich finde das einfach viel, viel angenehmer. Kommen Sie, kommen Sie! Also, das ist unser Stellplatz hier. Wir stehen direkt am Strand, also wirklich direkt am Strand. Das Coole ist aber, dass es noch so einen Vorplatz hat, wo man sich draufstellen kann und so hat man keine sandigen Füße. Das ist natürlich echt praktisch. Wir schauen ein bisschen hier nach vorne, wir sind ein paar Wohnmobile, also wir sind ein bisschen oder wir sind ein paar mehr als noch in Finnland, da war ja einiges weniger los. Alle haben einen Stromanschluss, zum Teil hat man sogar Wasser am Platz, das ist richtig cool. Da hinten sind gleich die Toiletten, die sind ziemlich einfach gehalten, aber ich finde sie mega cool. Und schaut euch einfach mal diesen Blick an, das ist so geil, also so sind wir wirklich selten mal gestanden. Der Platz ist ziemlich groß. Da hinten hat es noch ein Restaurant, da habe ich mir gestern ein Bier geholt. Kostet 5,50 ein normales Bier. Für lettische Verhältnisse natürlich schon auch ziemlich viel, aber ich muss jetzt abwaschen gehen. Es gibt auf diesem Platz zwei Ebenen mit Plätzen. Einerseits die unten direkt am Strand, die habt ihr gesehen. Es gibt aber hier oben auch noch eine große Wiese, wo man stehen kann. Sieht man das Meer eigentlich sogar noch besser. Aber ich finde halt einfach die Strandnähe viel, viel cooler. Leider nur kaltes Wasser zum Abwaschen. Ich habe heute Morgen den Wasserkocher missbraucht und Wasser aufgekocht, um warm abwaschen zu können. Das ist ein bisschen doof. Bei den Duschen übrigens, da vorne hat es ein Duschhaus, die kosten pro Minute 50 Cent. Und man kann keine Pause drücken. Man kann keine Pause drücken. Das finde ich komplett überzogen, zumal der Platz 25 Euro kostet, mit allem Service inklusive. Für Lettland finde ich das ein bisschen viel, ist aber auffällig, es hat sehr, sehr viele Familien hier, sehr viele Deutsche. Ich frage mich dann aber ehrlich gesagt, warum fahren die nicht einfach noch ein bisschen weiter hoch nach Finnland, wo man ja so schön freistehen kann? Naja, aber ist ja wirklich ein schöner Platz. Also, wir laufen noch ein bisschen rundherum, zeigen euch ein bisschen was. Da vorne hat es noch mehr Platz, ihr seht es. Also es hat überall so versteckte kleine Ecken, ist wirklich ein richtig, richtig schöner Campingplatz mit vielen Möglichkeiten, wo man sich hinstellen kann, mit einem Bar, einem Restaurant, duschen und halt diesen direkten Strandzugang. Richtig schön. Also wirklich eine Empfehlung, auch wenn es eher teuer ist. Wir packen Maja jetzt zusammen und dann geht es in die Hauptstadt von Lettland. Wir geben Riga nochmal eine Chance. Letztes Mal hat es mir persönlich nicht so gefallen.
Aber jetzt geben wir dieser Stadt nochmal eine Chance, fahren eine Stunde hin, nehmen euch natürlich mit. Erst müssen wir jetzt aber noch alles auffüllen, dass wir richtig bereit sind, um danach wieder frei zu stehen. Letztes Mal, als wir hier waren, hat das Wasser so gestunken in Lettland. Das Video findet ihr bei uns in der Playlist. Und auch hier in der Dusche schwefelt das Wasser regelrecht. Und ich bin mir mal gespannt, was wir hier gerade reinpumpen und hoffe, dass danach nicht alles so riecht. Aber aussehen tut schon mal gut, es ist ziemlich klar. Das heißt, wir haben keine Partikel drin. Das hatten wir letztes Mal mit Karl. Das war echt heftig. Aber hier sieht es jetzt gut aus. Wir sind in Riga angekommen und stecken mittlerweile mitten im Stadtverkehr. Eine Stadt mit 700.000 Einwohnern, das ist schon wieder eine andere Hausnummer, um sich mit dem Camper zurechtzufinden. Momentan geht es ganz gut, die Straßenverhältnisse sind so, naja. Und Steffi und ich machen das eigentlich immer gleich. Ich fahre in der Stadt und Steffi navigiert, weil sie kann viel besser Plan lesen als ich und führt mich immer perfekt durch diese Städte. Wie ist das bei euch? Wer fährt in der Stadt und wer navigiert? Das ist bei uns wirklich immer ganz klar. 250 Meter rechts abbiegen. Genau, solche Informationen. Das ist vorne am Lichtsignal. Bekomme ich dann und die sind wirklich 1A. Ihr hört es, die Straßen, die sind ein bisschen speziell. Wir suchen jetzt einen Parkplatz, den wir uns auf Park4Night schon vorab rausgesucht haben und schauen mal, ob es dafür Maja noch ein Plätzchen gibt. Leute, wir haben auf Anhieb einen Parkplatz gefunden. Maja hat super Platz mit ihren 6 Metern und wir stehen mitten im Stadtzentrum. Kostet sehr wahrscheinlich 2,50 Euro. Mal schauen, was am Schluss Mal schauen, was am Schluss abgerechnet wird. Da bin ich immer gespannt, ob die Leute dann für ein Womo was anderes verlangen. Wir machen uns auf jetzt aber in die Stadt. Wir haben 22 Grad heute am 22. August und werden euch mitnehmen nach Riga. Habe ich ja gelernt, dass man dem Esel beide Beine gleichzeitig reiben soll, damit es Glück gibt, weil ansonsten gibt ein Esel dem anderen Esel die Hand. Wir waren ja vor 5 Jahren schon mal hier und da hat irgendwie nichts geklappt. Es war ein heißer Tag, ich war nicht gut drauf und darum hat Riga bei mir so einen Baden Nachgeschmack bekommen. Der behauptete über all die Jahre, Riga würde ihm gar nicht gefallen. Jetzt ist er hier und denkt sich die ganze Zeit, hä? Warum? Weil es ist richtig cool, es ist richtig hip, es hat tolle Atmosphäre, tolle Restaurants, wirklich so richtig, wie es uns eigentlich gefällt. Absolut. Aber der eigentliche Grund, warum wir hier sind, Markt! Hier gibt es ja die Zeppelin-Hallen. Das sind riesige, ja, ehemalige Hallen, wo sie die Zeppeline gebaut, gewartet, was auch immer haben. Und hier drin befindet sich jetzt ein riesiger XXL-Stadtmarkt. Und den wollen wir jetzt versuchen. Jetzt bist du happy, ne? Also, los geht's. Steffi hinter den Gemüse oder hinter den Erdbeeren her ist, bin ich mehr als glücklich, dass es hier sogar noch eine Foodhalle gibt. Also dieser Markt ist schon richtig cool. 7 Tage die Woche ist er offen, man kann immer hier hin. Er ist mehrstöckig, es gibt einfach alles, was man sich an einem Markt vorstellen kann. Und ich suche mir hier jetzt wieder irgendeine Spezialität zu essen, weil ihr wisst, ich reise vor allem, um zu essen. Tja, leider nicht das, was ich bestellt habe, aber wir probieren es mal. Das sind frittierte Dumplings. Ich habe eigentlich gesteamte bestellt. Das wären eigentlich die gekochten, aber die sind jetzt frittiert. Sicher auch lecker. Probieren wir jetzt mal. Sehen doch schon mal richtig gut aus. Der erste Gang ist fertig. Es war lecker, auch wenn es frittiert war und nicht gekocht, aber es war wirklich richtig lecker. Schauen wir uns da noch weiter um in dieser Halle. Vielleicht gibt es ja auch für mich noch ein Dessert oder irgendeinen zweiten Gang. Ich werde sicher was finden.
Ich habe mich für Pfannkuchen entschieden. Einmal mit Frischkäse, die haben hier so einen eigenen, die machen wie so einen ganzen frischen Käse, den man dann auch kiloweise quasi kaufen kann. Das wird eigentlich auch super machen. Und danach zum Dessert mit Schokolade. In der alten Speicherstadt von Riga befindet sich auch das Riga Ghetto und Holocaust Museum. Es basiert auf Spendenbasis. Wir sind jetzt rein und schauen uns die ganze Ausstellung an. Wir stehen hier gerade in einem nachgebauten Gebäude, wie das dazumals während der Ghettozeit ausgesehen hat. Und ja, bedrückend, ne? Die Geschichte natürlich ist sie auch hier passiert und man kann sie auch hier erleben, und ich finde, man sollte so Orte schon auch immer mal wieder besuchen. Es gibt die ganzen Informationen auch auf Deutsch am Eingang, damit man sich einfach auch ein Bild von der Vergangenheit machen kann. Bezahlt? Ja. Ach so, ja. 10,50 € hat es gekostet. Ich habe sogar einen Beleg. Aber war ein guter Parkplatz. Ja. Na, jetzt suchen wir uns was. Du hast schon was rausgesucht, ne? Ja, ich bin gerade am Schauen, wo ich mir den Reihen geschrieben habe. Hier ist er. Jetzt fahren wir nämlich raus aus der Stadt auf unseren Stellplatz. Die Stadt hat sich gelohnt, aber bei mir ist ziemlich die Luft raus. Wir sind echt weit gelaufen. Ja. Aber jetzt fahren wir erstmal raus und dann würde ich sagen, melden wir uns wieder. Wenn es was Spannendes gibt oder wenn wir da sind. Eine Stunde. Ja, jetzt müssen wir erstmal zur Stadt raus und dann eine Stunde. Und hier ist unser Parkticket. Ich hatte auch noch nie einen Chip, so ein Jetto. Ja, das ist echt lustig. Und auch das ist Vanlife. Steffi ist gerade noch am Einkaufen, obwohl wir beide todmüde sind. Und ich habe hier schon wieder meinen Laptop auf den Knien und arbeite vor dem Einkaufsladen, weil ich ja meinen Job mitgenommen habe. Das wirklich die beste Entscheidung war, ich weiß es nicht. Es ist manchmal wirklich einfach echt viel. Ich liebe es, diese YouTube-Videos zu machen. Das ist meine größte Leidenschaft. Und das hier steht mir manchmal wirklich im Weg. Und ich hoffe, dass Steffi jetzt schnellstmöglich wieder kommt, dass wir auf den Stellplatz können, denn ich weiß gar nicht, was uns da erwartet, wie es ist, ob wir vielleicht weiterfahren müssen. Es ist bereits 7 Uhr abends. Man sollte ja eigentlich nicht so spät auf Stellplätze fahren, aber heute ging es jetzt einfach mal nicht anders, weil wir die Stadt genossen haben. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das wirklich weitermachen soll. Das hier, das nervt definitiv. Muss ich mir wirklich mal Gedanken machen, weil ihr liegt mir eigentlich viel mehr am Herzen. Ja, also ich muss arbeiten. Der Einkauf ist verstaut und wir sind nur 7 Minuten weitergefahren und ich stehe jetzt am Endspot. Wenn auch noch nicht auf dem Endparkplatz, weil es hat aktuell noch sehr viele Tagesbesucher hier, die im See schwimmen. Und sobald die weg sind, werden wir uns an das schönste Plätzchen schnappen. Tada! Ist noch am Arbeiten, so lange werde ich euch jetzt zeigen, wo genau wir hier stehen. So, ihr wisst ja, wir können nicht mehr ohne Gewässer. Entsprechend haben wir uns wieder einen See rausgesucht. Und da sind ganz viele am Schwimmen da drin. Muss ich gleich auch mal kurz die Hand reinhalten und gucken. So, aber da unten sind Kids im Badeanzug, da gehe ich jetzt nicht näher hin mit der Kamera. Wir stehen aktuell hier
werden dann aber noch irgendeinen von den beiden Parkplätzen hier schnappen. Natürlich ist es mal wieder eine Schotterstraße, die hier nach hinten geführt hat, aber ich glaube nur noch einen Kilometer. Und da im Wald, ihr könnt es vielleicht auch, könnt es auch erkennen, da hat es ein paar Tische, Bänke, Abfalleimer und ich glaube auch eine Feuerstelle. Der eine Tisch ist gut belegt, der andere wäre noch frei. Wir brauchen heute aber keine Feuerstelle. Wir essen bei uns. Herr Eigenmann, warum sind Sie so spärlich bekleidet? Ich habe meinen Laptop jetzt doch mal noch zugeklappt. Endlich. Und wir sind jetzt noch beide in den See gesprungen. Richtig schöne Abkühlung nach so einem heißen Tag und so viel doofer Arbeit, die ich noch zu machen habe. Oh, herrlich hier, es ist so schön. Und morgen früh laufen wir dann einmal um den ganzen See, wenn das Wetter stimmt. Es ist wirklich richtig cool, was Hallo, Wetter ist keine Ausrede. Wir hier gefunden haben. Mega. Mitten in Lettland, irgendwo, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Unsere provisorische Wäscheleine nennt sich auch Cockpit. Louis auch wieder am Arbeiten und ich mache jetzt Abendessen. Hui, gibt das eine schöne Farbe hier. Man könnte meinen, hier sei Rotlichtmilieu. Wir machen Pfannkuchen, das ist hier ja eh so ein bisschen Spezialität. Ich gebe zu, wir machen das echt faul, weil das war heute ein langer Tag und wir sind beide müde und wollen einfach schnell noch was essen. Da sehen Sie eine Pfanne voll. Die einen schon gefüllt mit dem Käse, die anderen noch roh. Und dann können wir hier noch mehr Käse und Pilzrahmsoße drauf machen. Jetzt! Und ich bin wieder mal glücklich, habe ich Steffi an meiner Seite. Guten Appetit!